Plötzlich piepsen gleichzeitig hunderte Kommunikationsgeräte im Libanon. Was folgt, sind zahlreiche Explosionen. Die Geräte detonieren in den Taschen und Händen von Hisbollah-Mitgliedern. Mindestens 12 Menschen sterben, darunter 2 Kinder. Rund 2800 Personen werden schwer verletzt. Hinter dem Vorfall stecken sogenannte Pager. Kommunikationsgeräte, die eigentlich längst aus der Mode gefallen sind. Warum werden sie aber noch von der Hisbollah benutzt und wie funktionieren sie? Vor dem Smartphone war der Pager. Ein kleiner, tragbarer Funkempfänger, der in den 80ern und 90ern den Kommunikationsmarkt dominierte. Will man jemanden erreichen, muss man den Pager dieser Person anpingen. Schon piepst und vibriert das Gerät. Der Pager zeigt dann dem Empfänger die Nummer oder eine Kurznachricht des Absenders an. Je nach Modell können die Geräte entweder nur Nachrichten empfangen oder auch direkt auf empfangene Nachrichten antworten. Das Besondere daran, die Piepser sind nicht auf öffentliche Netze angewiesen und funktionieren über eigene Netzwerke. Deshalb werden sie noch heute von Rettungsdiensten eingesetzt. In Krisensituationen schrillen die kleinen, robusten Geräte laut und informieren Feuerwehrleute und Rettungsdienste mit Kurznachrichten über bevorstehende Einsätze. Eigenschaften, die für die Kommunikation der Hisbollah essentiell sind. Deren Generalsekretär Hassan Nasrallah befahl laut Reuters im Februar seinen Anhängern deshalb, Smartphones sollen zerbrochen, vergraben oder in einer Eisenkiste eingeschlossen werden. Sie seien gefährlicher als israelische Agenten. Laut Insidern haben Pager eine weitere Eigenschaft, die für die Miliz wichtig ist. Israels Geheimdienst könne die Geräte nicht lokalisieren. Aber ausgerechnet Israels Auslandsgeheimdienst wird jetzt für die Explosionen verantwortlich gemacht. Sie sollen Sprengstoffe an hunderte Pager angebracht haben, die von der Hisbollah bestellt worden waren und dann explodierten.